Wunderschönen guten Morgen. Es sieht heute glücklich aus. Kann ich dir irgendwas geben? Magst du sowas? Magst du nicht? Ich kann dir nichts geben. Es tut mir so leid. Ich würde gern. Jawohl, heute haben wir wieder Regenwetter. So. Der Smoothie, warte. Den haben wir aber hier schon drinnen. Ne? Der muss angeboten werden. Das heißt, den einen kann ich verkaufen. Die 16 Stück kann ich auch verkaufen. Die Köder brauche ich nicht, hau ich weg. So, dann, wie sieht's denn aus? Hier haben wir 10 drinnen, das heißt, bup, 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 her damit. Heute können wir zum Dings gehen. In die, zum Labor. Oh, ja. So, hier ist was, das nehmen wir mit. Anhang, Erntelager. Nehmen wir mit. Die sind auch wieder fertig. Erntelager. Achso, da ist nur eine drinnen. Okay. Ups, da hängen wir fest. So, gut. Dann. Achso, heute ist Regenwetter. Heute müsste ich die, glaube ich, drin lassen, gell? Ja. Da haben wir es wieder zurück rein. Kriegen wir heute halt keine Trüffel. Aber ist jetzt nicht das Problem. So mitgenommen. Ne, könnt ruhig wieder reingehen. So, das nehmen wir auch mit. Die geben uns heute nichts. Okay. Dann vielleicht morgen wieder. So. Wen haben wir hier drin? Die Wachteln sind hier, gell? Nee, die Pfauen. Ja, zum Verkauf. Sehr gut. Die haben uns nichts gegeben und ich glaube, die geben eh nur, wenn die draußen sind. Sonst, glaube ich, geben die auch nichts, obwohl ich mir da nicht sicher bin. So, dann hier rein. Das heißt, heute können wir uns darauf fokussieren, zu angeln. Vielleicht fehlt uns sogar noch ein Fisch, der nur bei Regenwetter da ist. Da müsste ich schauen. So. Die haben uns nichts gegeben. Hoppla. So, und dann hier noch. Wer ist denn hier drinnen? Unsere Ziegen auch nicht. Heute haben wir aber wenig Sachen gekriegt. Okay. So. Hier können wir gleich wieder auffüllen. So, und die kommen da rein. Das und das holen wir raus. Die holen wir raus. Passt. Die ist bin auch fertig. Wunderbar. Sehr schön. Passt. Oh, jetzt geht es dann bald bergauf. Ich hoffe, dass heute das Labor überhaupt offen hat. So, das heißt... Oh, ein Lamagan. Ja. Die Sachen holen wir raus. Alter, die holen wir uns auch raus. Die können wir reingeben. Die Eier können wir reingeben. Ansonsten war es das. So, wie sieht es hier aus? Ist da... Da ist noch kein Honig fertig. Okay, naja, naja, naja. So, erstmal alles in die Verkaufstruhe.
sehr schön. Dann, das Labor macht um 8 Uhr auf. Das heißt, wir nehmen die Batterien mit. Wo auch immer ich die eingelagert habe. Hier. Dann weiß ich nicht, was ich noch brauche. Hier weiß ich Bescheid. Für 20.000 können wir es Heu aufwerten. Und wahrscheinlich brauche ich auch nee, ich weiß nicht. Egal, wir schauen mal hin und dann sehen wir sie, was wir brauchen. Ach so, warte. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Fisch. Ich bin mir nicht sicher, ob mir noch was abgeht. Reisfelder ist nix. Waldfluss. Hier. Alligator. Okay, warte, wo ist meine Angel drinnen? Die kann ich auch mitnehmen, wenn wir rübergehen. Und dann brauche ich meine Angel. Meine Angel ist hier. Passt, dann probiere ich zuerst oben. Vielleicht habe ich ja Glück und wir kriegen den Alligatorfisch gleich raus. So, bitteschön. Die nehmen wir alle mit. Da hänge ich fest. So. Gut. Warte. So, okay, dann versuchen wir unser Glück. Ich bin gespannt, was wir rauskriegen. Ah, ich stehe jetzt doof, ne? Da ist mal nichts dran. Probieren wir so. Stehe ich auch blöd. Ach, schön. So. Ein Segelflosser. Eigentlich müsste es dann ja auch hier hinten gehen. Schau mal. Wie heißt der Alligatorfisch? Irgend sowas, ne? Ich glaube fast. Ein Flugblatt. Ein Zebra-Bärbling, aber den haben wir bereits. Och Mensch, das gibt's doch nicht. Da ist auch nichts dran. Hallo, ich würde bitte gerne diesen einen Fisch noch haben wollen, der mir ja noch abgeht. Bitte, bitte, bitte. Vielleicht bringt es ja was. Man weiß ja nicht. So, komm, du bist aber jetzt ein Fisch. Auch nicht. No. Das gibt's nicht, oder?
Wie frech ist das? Ich brauche Fische und keinen Müll. Hä? Ich glaube, der Teich oder Fluss ist leer. Da kommen keine Fische mehr. Was ist wieder ein Segelflosser? Weißt du was, ich probiere es weiter vorn. Toll, da sehe ich noch weniger was. Ach Menno. Wieder ein Segelflosser. Okay, warte. Wir haben ja hinten da noch eine Option, dass wir uns hier drauf stellen. Dann versuchen wir hier unser Glück. Und hier hoffentlich sehen wir alles. Naja, bis auf die abgeschnittene. Weiß ich nicht, was das ist. Das sehen wir eigentlich alles gut. Wieder ein Zebra-Wirbling. Jetzt muss er dann ja bald mal kommen. Jetzt habe ich ja schon eigentlich jede Sorte, die drin ist, gekriegt. Ah, sieht auch nicht so aus. Nee, ist wieder ein Segelflosser. Der ist halt sehr selten. Der Alligator, glaube ich. Also der Alligatorfisch. Deshalb braucht man da ein bisschen Geduld. Und wenn wir es heute nicht schaffen, zum Labor, dann ist es halt morgen. Ist ja egal. Aber der Fisch, der muss sein. Der ist nur bei schlechtem Wetter da. Und der sieht so aus, als ob es wäre. Alligatorhecht. So heißt er. Dieser Fisch hat ein langes, schmales Maul. Angeboten ist er schon. Spenden müssen wir noch. Okay. So, auf zum Museum. Warte. Zum Museum, zum Labor. Ich gehe hier lang. Dann können wir nämlich uns teleportieren. So, gut. Rinder. Als erstes mache ich gleich mal Produkt aufwerten, das hier, weil dann ist das fertig. Und für die Geräte, da brauche ich Osmium-Erz, Golderz, Erdessenz. Ich würde aber tatsächlich den hier gern probieren. Und da brauche ich 5 Gold-Sedang-Essenz, 200 Schrott und 5 Wind-Essenz. Gold-Sedang, Schrott und die grüne Windessenz. Okay, warte. Ich hoffe, das geht sich jetzt aus. Schnell nach Hause. Bup, bup, hier rüber. So, ich weiß nicht, wo was drinnen ist. Schrotthammer, Gold-Sedang-Hammer und die Essenz ist hier drin. Ich würde mir den nämlich gern mal anschauen, was der kann. Für was der da ist. Ich glaube nach wie vor, dass der fürs Meer ist. Weil in der ersten Staffel haben wir auch schon gehabt. Aber da haben wir auf dem Hof nicht platzieren können. Deshalb glaube ich, dass der fürs Meer ist. Herstellungsrezepteplan, der die Herstellung von automatischen Samen und Düngern ermöglicht. Okay, wir schauen mal. Und dann machen wir noch schnell die Fossilien auf. Passt. Dann ist das Labor für heute erledigt.
Was haben wir heute? Dienstag. Heute schauen wir auch wieder um 20 Uhr zurück. Beziehungsweise runter zum Leuchtturm wegen der Schwarzmarkthändlerin. So, warte. Warte. Ich mache jetzt erstmal. Er kommt hier rein. Den muss ich anbieten und spenden. Okay, das, die sind drinnen. Jawohl. Und die sind auch drinnen. Der Knochen ist auch drin. Okay. Ups, das wollte ich nicht. Den kann man hier nicht platzieren. Da steht halt auf dem Bauernhof platzieren. Dass der vielleicht mit den späteren Update dann schon was zu tun hat, könnte auch sein. Aber ich probiere es. Okay. Wir gehen eigentlich... Ah ja, die Fallen habe ich auch freigeschaltet. Beim Kämpfen. Da haben wir gar keinen Punkt über. Okay. Okay. Ich würde die Sachen bald mal gerne ein bisschen verkaufen. Hier die. So, da kommt die Truhe mit rein. Die Sachen, die sind alle zum Verkaufen. Die kann ich sowieso hergeben. So, 300. Mal schauen, haben wir da vielleicht irgendwas, das was sogar ein bisschen mehr Geld gibt, weil dann könnte man das ja in die Dings reinschmeißen. In unserem Verdoppler. In den hier. So, 200. Das heißt entweder, also am besten war bis jetzt die Perlenkette. Okay. So. Die Glocke. Ein Hammer. Okay, nehmen wir einen Hammer. Ja, das heißt, der kann weg, das kann weg, das kann weg. Und den kann ich jetzt reinschmeißen. Ja. Okay, das heißt, restlichen Sachen müssen eh, da ist leer, hier drin bleiben. Hier noch. Passt. Dann. Das kommt rein. Ja. Und wir haben jetzt sogar noch 3 über. Aber ich brauche 5. Nee, nee. Wir behalten uns unsere Batterien. Und mit dem probiere ich jetzt ins Meer zu gehen. Ich weiß nicht, was er macht, aber wir schauen uns das einfach mal an. So. Passt. Ach so, warte. Fische, Waldfluss, den müssen wir jetzt nochmal spenden. Haben wir sonst noch einen? Nee, da ist eh nur der Alligator. Hier ist auch nichts. Okay, und wie sieht es bei den Insekten aus? Genau, die Mognolin-grüne Webspinne. Aber mein Cache ist noch nicht fertig. Aber ich schau mal runter. Könnte halt auch sein, dass sie in einer Falle sitzen bleibt. Oh, Raps, her damit. Aber ich glaube, gestern waren es noch 2 Tage. Der hat heute zu. Der hat heute prinzipiell zu. Gut, das heißt, wir müssen schauen wegen der Falle. Vielleicht haben wir ja Glück und sie bleibt in der Falle drinnen. So. Wo machen wir das am besten? Nehmen wir mal hier gleich. Das ist jetzt halt auch die Frage.
Okay. Eine Jedi-Krabbe, aber die haben wir schon, gell? Ja. Was macht der? Wir schauen ihm zu. Er ist ein Müllsammler, also. Er sammelt aber nur einen Müll. Ja. Ja, gut. Ein Müll. Gut, sehe ich tatsächlich nicht wirklich. Nee, aber ich stelle ihn trotzdem statt hier in die besseren Abteilungen zurück. Weil da haben wir noch Regionen, da ist noch einiges zu holen, vor allem hier oben. Aber tatsächlich sehen tue ich ihn nicht. Dass er halt nur Müll sammelt. Beschrieben war das halt anders. Ja, da steht jetzt Müllsammler. Naja, gut. Naja. Den sehe ich nicht wirklich. Nee. Mal schauen dann im Update, ob er da vielleicht interessanter wird. Aber jetzt im Moment ist es so, okay, da haben wir alles. Ja, dann gehen wir schauen, ob eventuell was so ein Spinnelein auf uns wartet. Vielleicht, dass man hier wirklich alles leer machen muss. So, die Morchel nehmen wir auch mit. So, hier ist eh alles leer. Aber da ist nix. Hier komme ich noch nicht rein, oder? Nee. Da ist halt auch so ein Ding drüber. Und ich weiß nicht, was das ist. Und hier, das sieht halt so aus, als ob ich da vielleicht irgendwas reinlegen müsste. Irgendwann mal. Dass man dann die Tür aufmacht. So, haben wir hier denn irgendwo noch irgendetwas? Oh, was ist denn jetzt los? Wie läuft's heute auf der Ranch?
Alles gut, die Leute wollen Kühe, ich zeige ihnen Kühe. Die Leute wollen Tierfutter, ich verkaufe ihnen Tierfutter. Naja, was gibt es sonst Neues? Naja, was gibt es sonst noch Neues? Du siehst so aus, als hättest du einen geschäftigen Tag gehabt. Ja, ich habe... Hey, Ori, warum stehst du da so rum? Komm hier rüber. Hast du schon was gegessen? Check auch gerade. Ist doch was, okay? Ist doch was, okay? Okay, ist hier irgendwas? Ich weiß halt nicht. Ich war mal voll selten eigentlich drin. War mal hier überhaupt schon mal drin? Ich weiß es nicht. Nee, aber da ist nichts. Aber du kriegst von mir eine Kokosnuss. Bitte gern. Okay. Hier kannst du den Auftrag... Welchen Auftrag soll ich abschließen? Marc sucht nach Kohle. Okay. Gut, dann kriegt er Kohle. Also das ist nicht immer nur Monster killen. Kohle. Liefere Kohle an Marc. Wo ist der Marc? Im Gemeinschaftszentrum ist er. Okay. Das heißt, da werden wir jetzt auch anfangen, öfter mal zum Reinschauen. Aber Müll nehmen wir auch mit. Mal schauen, wo er ist. Das sind die ganzen Tiere. Da ist er. Kann ich dir dann so auch noch was schenken? Ich hätte hier so eine Kokosnuss für dich über. Mit den... Oh mein Gott, wie süß einfach. Und ich kann nicht mehr adoptieren. Okay, könnte ich mir noch eine Katze heimholen? Ach, schade. Und ich dachte schon, es würde gehen. So, ist hier noch wer drin? Da oben ist die Millie. Soll es so unordentlich sein? Jetzt dachte ich, die Katze schläft hier auf der Treppe. Nee, tut sie nicht. Okay, ansonsten ist hier eh nichts, ne? Hier haben wir zwar einen Laden, aber wir haben nicht so viel. Hier kann ich ja nach wie vor noch nichts machen. Das ist eine Menge offizieller Papierkram, den du nicht verstehst. Okay. Besorgung, Kartoffeln, jawohl, nehmen wir an. Nein. Also er ist beschäftigt, deshalb geht's nicht. Eine Kartoffel an Dipper, jawohl. Holen wir schnell eine. Wir haben eh noch Zeit und dann möchte ich nochmal zum BOS zurück.
um zu schauen, ob ich, was das genau bedeutet und ob ich da irgendwas reinschmeißen kann. Eine Kartoffel. Ah, die sind jetzt auch alle fertig. Okay. Eine Kartoffel holen wir raus und dann machen wir so. Dann müssen wir nur schauen, wo sie dann ist. Kann ich die vielleicht mal ein bisschen was verkaufen, wenigstens? Also, die haben nicht mehr Platz. Okay, wo ist denn die Dipper? Ganz oben. Dann gehen wir hier hin. Dann müssen wir, glaube ich, nur über die Brücke drüber. Dann müssen wir eigentlich schon da sein. Bitteschön. Dann habe ich noch für dich eine Kokosnuss. Hier waren wir, glaube ich, noch nie drinnen in dem Haus. Du wünschst dir, hier ein kurzes Schläfchen einlegen zu können, aber es gibt Dinge, die du erledigen musst. Ach, ich dachte, es geht so 5 Minuten. Nur 5 Minuten. So. Ist hier jemand drin? Irgendwie ist hier immer wie ausgestorben. Hier ist nie wer drin. Wir könnten dann auch noch bei der Taverne vorbeischauen. Vielleicht ist der eine oder andere da unten noch. Kann man noch mehr verschenken. Oh, hier. Ich ihm auch was schenken? Nee. Hier kannst du den Auftrag für BOS abschließen. Das heißt, wenn ich die nicht mehr sehe, oder was? Ah, da wollten wir auch noch schauen, eventuell, ne? Mal 9. Okay. Geringfügige verbesserte Verteidigung. Energiezuwachs durch Taucharbeiten. Werkzeugnutzung. Chance, Gold vorzufinden. Verteidigung. Licht. Schaden. Ausweichen. Angriffstempo. Kritische Trefferchance. Eine Stärkung zu erhalten. Ja, klingt auch interessant.
Erhöhte Reichweite, Treffer, Bewegungstempo beim Tauchen, Energiezuwachs. Erhöhte Chance auf gefundene, seltene Gegenstände. Nehmen wir auch mit. Und das war's. Okay, welchen haben wir drinnen? Oh, wir haben den Gesegneten sogar schon. Werkzeugnutzungstempo. Das heißt, den kann ich wieder verkaufen. Naja, war jetzt nicht wirklich sehr... Den könnte ich platzieren? Nee. Okay, gut. Dann war das das jetzt. Und jetzt gehen wir noch zur Schwarzmarkthändlerin. Mal schauen, ob die heute überhaupt da ist. Beziehungsweise heute kommt. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Nein. Wie ist der wohl? Jetzt. Okay, 20 Uhr. Fährt sie ein oder fährt sie nicht ein? Sie kommt tatsächlich heute. Yay. Okay, und sie ist auf einmal weg. Eine Wasserflasche. Die haben wir noch nicht. Ja, damit. Terrarium ist drinnen. Der ist drinnen. Fossilbrocken nehmen wir mit. Windgeode gehen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Schrott. Ja, alles andere passt schon. Eine Wasserflasche. Aha. Sehr gut. Okay. Können wir noch mitnehmen? Nee. Ja, dann gehen wir jetzt noch schnell in die Taverne. Schauen, wenn wir da noch alles antreffen. Können wir noch kurz ein paar Geschenke machen. Warte, hier ist geschlossen. Okay. Dann die Kokosnüsse. Hier haben wir schon. In Walter. Ja. Cem. Der Connor. Der Sunny. Bei ihm haben wir halt anscheinend schon. So, der Frank. Die gehen gerade nicht. Er geht auch nicht. Alaya, ja. So, passt. Ist oben noch irgendjemand? Ja, hier. Du kriegst natürlich auch eine Kokosnuss. Ich lass dich nicht hängen, Betty. Sonst... Wie es aussieht, ist niemand hier. Okay. Dann huscht man nach Hause. Das heißt, die Wasserflasche kann auch rein... ins Museum. Das könnte man eigentlich jetzt auch noch machen. Dann haue ich nur schnell was vom Inventar noch raus. Warte mal, hier haben wir... Die gehen nicht zum Stacken. Doch. Okay. Dann pack mal... Hier habe ich noch Ding drinnen, okay. Achso, hier kommt, warte, hier das rein. Dann haben wir Fossil und eine Truhe. Und eine Geode. Okay, dann sind das mal die Sachen. Den müssen wir noch spenden und den müssen wir anbieten. Wie sieht's aus? Stadtbewertung mäßig Museum 39 von 51.
Hi. Kann ich... Wieso kann ich hier nicht... Achso, das war die Millie, die haben wir heute ja schon. So, gut. Dann Gegenstand spenden, und zwar eine Wasserflasche und ein Alligator. Sammlung ist nix. Okay. Naja, naja, naja. Und beim Vermächtnis haben wir 211 von 38. Da weiß ich nicht, ob sich da prinzipiell irgendwas tut oder erst dann, wenn man ein Dings voll haben. Jetzt habe ich vergessen zu lesen, ne? Warte. Sammlung gefunden. Die Wasserflasche ist hier. Das Wasser darin ist definitiv nicht trinkbar. Da fehlt uns jetzt gar nicht mal mehr so viel. Vier Sachen nur noch. Sehr schön. Und beim Fisch, der Alligator... Da ist er. Dieser Fisch hat ein langes, schmales Maul. Und das haben wir eh gesehen. So, zum Seetempel noch schnell. Nehmen wir mit. Dann können wir hier das Essen reingeben. Ein Smoothie. Ja, beim Vermächtnis hat sich noch gar nichts getan. Okay. Sehr schön. Gut, dann haben wir eigentlich wieder alles für heute erledigt. Morgen hoffentlich hat dann die Strandhütte offen, dass wir dann unseren Kescher holen können. Unser Inventar ist mehr oder weniger auch voll. Heißt, wir können wieder gut verkaufen. Ja, dann werden wir das Ganze so machen. Und ich glaube, dass ich mit denen hier eventuell auch noch was mache. Dass wir uns da noch ein paar herstellen. Warte, wo ist er? Landwirtschaft, Kunsthandwerk, da müsste er dabei sein. Ah, den habe ich noch gar nicht. Den habe ich ja geschenkt gekriegt. Okay, ja, ist im Grunde genommen auch kein Problem. Dann könnte man nämlich auch versuchen, hier noch eine Geldquelle zu machen. Also mit den automatischen Drohnen und alles. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Und dann belassen wir es bei dem. Ich sage Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.